So, also die Frauen sind aus dem Rennen. Muss man jetzt krass auszudrücken. Aber du hast doch... Scheiße, du hast, Mann. Wir müssen weg von hier. Was denn? Seht doch mal da. Das führt uns aus diesem Wald raus. Wir können unterwegs reden. Weißt du, wow. Der eine Kick zu spät? Ja. Oh, ist aber hart, Alter. Ich war drauf, hab denn gedrückt, aber dieses Drücken vom Trigger hinten war eine Millisekunde zu spät. Leider. Das ist bitter. Ja. Aber vielleicht war es doch unvermeidlich. Vielleicht haben wir dafür den Baustein schon vor einer Stunde Taylor. Gesetzt. Wer weiß. Also, ich kann es nicht glauben. Genau wie mit dem Tod von Angela. Nicht. Ja, wobei, wir haben jetzt aber das Bild nicht erfüllt, wo sie sich versteckt. Oder wo sie sich den Kopf gestoßen hat. Oder naja, sowas. Weil wir, wo wir sie zum ersten Mal, wo wir ihren Dämon zuerst gesehen haben, irgendwie wir gesagt haben, okay, wir verstecken uns nicht, wir rennen weg. Ah, stimmt. Würde ich jetzt mal so sagen. Das kann auch sein, ja. Guck mal, hier ist wieder was eingeritzt. Ein Mannequin. Oh, ist creepy. Die Geräusche. Ja, ich guck mal woanders hin. Oh, das ist voll neu. Ist auch eine schöne Tanne dahinter. Die sieht toll aus. Alter, die Geräusche. Das ist krass, oder? What is this for a building? Taylor kann nicht tot sein. Komm, wir sind kummervoll. Sie kann nicht tot sein. Nein, Mann. Kannst nicht glauben. Taylor würde wollen, dass wir uns jetzt zusammenreißen. Und weitergehen. Ja, komm, selbstbewusst. Um diesen Albtraum zu beenden, müssen wir Mary stoppen. Ihre Lügen. Du hättest Mary als das entlarven können, was sie ist. Eine Lügnerin. Sie hätt's verdient. Warum hast du's nicht gemacht? Weil ein Kind ist. Weil ein wir Kind Wir wissen nicht ist. Sicher, ob es uns hilft, Mary aufzuhalten. Ihr Lachsnacken, Alter. Nur eine Theorie. Mag nur eine Theorie sein, aber was bleibt uns sonst übrig? Na los, sehen wir uns um. Aber, ne, auch Taylor ist quasi so gestorben wie in den 70ern. Ne, durch, stimmt. Wahrscheinlich halt erstickt durch heiße Luft oder halt so halb verbrannt. Eine neue Karte. Ja. Genickbruch. Okay. Zum Schweigen gebracht. Das ist auch ein schönes Ding da oben gewesen. Brick your neck. Brick your neck. So, gibt's hier noch irgendwas? Ich dachte, auch Daniel hätte sowas wie eine Taschenlampe. Aber anscheinend... Hat er in der Hand, aber hat sie aus. Das ist ja toll. Ist okay. So, hier hinten gibt's noch was Schönes. Jetzt quasi eine Taschenlampe mit einer Sparlichtlampe drin. Oh, was haben wir da? Majors Hales Land. Bürgermeister begrüßt Grundstücksverkauf. Besorgnis über weitere Proteste wegen Fabrikschließung. Mhm. Okay. Was gibt's denn hier noch auf der... Gibt's hier noch was auf der Straße? Irgend eine weitere Hinweis? Hier geht's nicht lang. Ja, ist ja okay. Hier geht's nicht lang. Was ist denn überhaupt für ein Gebäude? Irgendwie, was könnte das denn sein auf der Karte? Haben wir eine Karte eigentlich? Nee, wir haben keine Karte, nicht. Aber jetzt versuche mir mal gerade so die Karte von meinem Geist auch zu rufen. Ja. Und ich frage mich, was das sein könnte für ein Gebäude. Kann ich hier durch? Nee. Ja, was hatten wir denn jetzt noch? Warte mal, Museum sind wir durch. Museum sind wir durch, richtig? Ach gut, weil da hinten habe ich mir das nicht gemerkt, was da noch war. Da noch die Schule hatten wir ja auch schon durch. Warte mal, gibt's hier vielleicht noch irgendwie was? Was ist das denn? 666. Ach, guck mal, dein Pastor. Carver. Stimmt für Carver als Bürgermeister. 666. Für Wohlstand in der Zukunft. Samuel Carver. Dann für 555, dann am 666. Wie passend. Na, dann gehen wir doch mal. Ich wollte gerade fragen, ist da oben ein Fernseher, aber das ist eine Lampe. So eine Überwachungskamera, weißt du? Ein Bildschirm.
Schaut mal! Schaut mal! Hier ist eine Tür! Hey! Sie kommen! Wer? Du entkommst ihnen nicht! Dafür werde ich schon sorgen! Der Typ ist gefährlich. Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Na los, rein da! Hallo? Hallo? Haben Sie kurz Zeit, über Gott und unserem Erlöser zu sprechen? Hier drin war schon lang keiner mehr. Nun muss ich wohl vor dem Richter sprechen. Oh Mann, Jebediah. Ach, mir graut davor. Mach da nicht ob Sie meinem Zeugnis wohl Glauben schenken werden? Viele sind vom Teufel verblendet und sehen die Wahrheit nicht. Daraus erwächst nichts Gutes. Seine Worte werden die Wahrheit verdrehen. Lasst mich urteilen, was wahr ist. Abraham und Joseph sind Teil des Schwindels. Vergesst nicht, ihr habt Joseph erst gestern zum Tode verdammt. Oder bereut ihr diese Entscheidung? Keins der heute abgelegten Zeugnisse stimmt mich um. Joseph war mit derselben dunklen Macht im Bunde wie sein Weib. Das Gericht dankt Reverend Carver, der dem Teufel widerstand, um den Beweis zu liefern. Ich tat nur meine Pflicht. Doch das Gericht steht in der Pflicht, die Wahrheit zu ergründen. Daher müssen wir auch vernehmen, was Abraham Mary zur Last legt. Hört mich dennoch an, Judge Wyman. Die Zeit drängt, Reverend. Fasst euch kurz. Mary hat Tapferkeit bewiesen, als sie das Böse anklagte. Nicht jeder besitzt solchen Mut. Doch zum Dank für die Enttarnung der Hexen in unserer Mitte wird sie verunglimpft. Ihr Mut steht außer Frage. Doch ihre Absichten müssen wir gewahren. Eben jenem Mann, der sie anklagt, ist das unschuldige Kind anvertraut. Er ist einer solchen Aufgabe nicht gewachsen. Das Gericht sollte eine neue Bleibe für Mary finden. Wer soll ihr neuer Vormund sein, Reverend? Ich Joseph. Bin bereit, mich des Kindes anzunehmen. Wenn ihr zustimmt. Zunächst muss das Gericht Abraham anhören. Erst dann können wir über das Kind entscheiden. Abraham? Was soll ich nur tun? Okay. Manche wollen Mary verdammt sehen. Doch ist ein Kind wirklich solch böser Taten fähig? Ach, das bin ich? Ja, du. Komm, ich mach mal einen auf, ich verstehe. Das ist schwer. Na klar. Wäre es für jeden. Mary ist nur ein Kind. Sag dem Gericht, was dich hergebracht hat. Sprich, Junge. Heraus damit! Mary sprach von bösen Geistern. Teufelszeug, Hexerei. Viele glauben nicht, dass solches in Little Hope erspar obwaltet. Erspar uns die eitle Rede und den Tratsch. Komm zum Punkt, Junge. Mary leidet sehr. Die Erscheinungen, die sie sah, sie quälen sie, nahmen ihr die Unschuld. Manche sagen, sie sei mit dem Teufel im Bunde. Doch niemand ist sicher. Ich am wenigsten. Was wissen wir schon von einer Kinderseele? Du sprichst mir das Vermögen ab, die Wahrheit zu sehen? Ja. Vergib mir bitte. Solches würde ich niemals wagen. Genug der Zeitverschwendung. Du und der Pastor haben für heute genug gesagt. Ich bin nicht fertig. Ich gab dir bereits genug Zeit. Zudem wird Mary in die Obhut von Reverend Carver gegeben. Und nun schweig! Das war nicht gut, das war nicht gut. Erzählt mir alles. Habt ihr Andrew Stubel gesehen? Er hat ausgesagt, Mary sei unschuldig, dass sie hier das Opfer sei. Das ist scheiße, wirklich scheiße. Mist! Gut, und was jetzt? Er interveniert aber auch wirklich jedes Vielleicht Mal. Vielleicht habe ich das Falsche getan. Hallo John. Scheiße. Wenigstens Scheiße. Wissen wir, dass wir was ändern können. Das ist doch gut, oder? Denkst du, er hat recht?
Es war, wie er gesagt hat. Sind wir jetzt schon wieder in der Kirche? Ich habe auch gerade überlegt, aber nee, ist er nicht, ist er nicht. Was zum Teufel? Wir müssen weg. Nicht sie raus hier. Der nimmt doch die Tür, wo wir gerade durchgegangen sind. Erkunde die Fabrik. Wir sind in einer Fabrik. Ha, finde einen anderen Weg aus dem Gebäude. Oh, these guys. Schmieb. Oh. Was für Klamotten. Das muss ja ewig her sein. Sagte der Typ, der Mokassins trägt. Was? Wer sind jetzt? Entwickler oder was? Die ja. Eltern der Entwickler? Ja, mach das Bild wieder gerade, bitte. In Gedenken an James Clark, 1929 bis 1972. Wer ist denn James? Schmerzlich vermisst von vielen Freunden und Kollegen. Wer ist James? James, also was mir schon aufgefallen ist, sind ja immer so die Anfangsbuchstaben. Daniel, Dennis, Mary, Megan, bla bla bla. James. John, Josh, James, genau. Andrew, Anthony und sonstiges. Er wird wahrscheinlich hier, Olle James wird hier John sein. Ein Vorgänger. James heißt er. Oder James. Also ja, so John James. Sis my ass. Kiss. Was? Ist das gar? Das soll ein Kar sein. Freunde, das üben wir nochmal. Schreibt bitte 100 Mal an die Tafel. Kiss meinen Arsch. Herrn Vincent Barnes, 15 Mayflower Avenue, Nummer 7, Little Hope, MA 01973, Datum 8. Mai 1972. Sehr geehrter Herr Barnes, betreff Abmahnung. Nach unserer Disziplinarbesprechung schreibe ich Ihnen hinsichtlich Ihrer Anwesenheit und Ihres Verhaltens. Die Geschäftsleitung hat sich sehr bemüht, Ihren schwierigen Umständen und Ihre Verletzung entgegenzukommen und Ihre wiederholte Abwesenheit tolerieren. Da die Warnungen bezüglich Ihrer Anwesenheit, Ihrer Verspätung und der Arbeit unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stetig ignoriert wurden, sehen wir uns gezwungen, eine formelle schriftliche Abmahnung auszustellen. Eine Wiederholung dieses Verhaltens oder ein anderes Fehlverhalten innerhalb der nächsten 12 Monate wird zu Ihrer Entlassung führen. Sie müssen den Erhalt dieses Briefes bestätigen. Bitte unterzeichnen Sie ihn und bringen Sie ihn innerhalb von 7 Tagen mit der Unterschrift Ihrer Eltern ins Büro des Vorarbeiters. Unleserlich. Aha, okay. Deswegen kiss my ass. So, gibt's denn hier noch was zu finden? Oh doch, ja, warte. Da war was. Wo ist es? Ja. It's there. Was ist das? Noch eine Waffe? Nee, aber wahrscheinlich noch irgendwie... ein Bild vielleicht. Ein Bild. Was ist das? Turn around. Geheimnis. Da ist unsere Familie. Ach, guck mal. Und ach, komm, weißt mal du her. Noch? Das James musst du sehen. James kam von Arbeitern und hat gesagt, es ist ernst, die machen die Fabrik zu, es ist ernst. Ja, das ist echt krass. Stimmt. Das ist zu viel. Sowas von zu viel. Ja, da schnellst du erst ab, oder? Diese Denny? Hexenjäger von Anno dazumal, die aussehen wie wir. Und jetzt haben wir diese gruselige Familie, die auch genauso aussehen wie wir. Was soll der Scheiß? Aber was heißt das? Sind sie gestorben wie die anderen Doubles? Weiß nicht. Stunt-Double. Wer weiß, was passiert ist. Vielleicht träumen wir ja alle. Willst du echt ein Andenken? An heute? An Little Hope? Weiß nicht. Aber ich will's haben. Das ist doch krass. Ich hab grad eine Leggy-Leitung gehabt. Du meintest, das hier wäre nur ein Albtraum. Warum solltet ihr alle in meinem Traum sein? Das könnte ich dich auch fragen. Du bist in meinem Traum. Ich weiß nicht, was echt ist. Bist du wirklich Andrew? Ach komm. Aber wer sind die Leute auf dem Bild? Vielleicht gab es einen Zeitsprung. Dann sind wir die Leute auf dem Bild. Aber die sind so alt wie wir. So wie es aussieht. Ist das so? Sind die so alt wie wir auf dem Bild? Ja. Guck mal, das ist doch der Freund. Das ist der Freund. Was ist da passiert? Dann. Hat sie ihn sitzen lassen? Wie kommt darauf? Tan unleerlich und Winz. Naja, Zanja, ne? Naja.
Ja, jetzt könnte man lustig Streichhölzer aneinander legen irgendwie. Oder okay. Man begründet Was das einfach... Was ist dann deine Theorie? Mit den Worten von Herr Junger 7, der das da sagte... Das habe ich zu Taylor gesagt. Parallel. Wir sind alle tot. Think about it. Hmm.